Hey Leute, ich möchte euch nur kurz informieren, bevor das Let's Play losgeht. Ich hatte Probleme mit dem Sound. Es gab ein kleines Update. Deswegen sind die Kollegen Novi und Jürgen in den Let's Play-Folgen echt leise zu hören. Ich habe schon alles unternommen. In den neuen Let's Play-Folgen funktioniert es wieder, aber die Folgen sind leider aufgenommen und wir behalten sie so. Ich danke für euer Verständnis und jetzt geht das Let's Play los. Viel Spaß! Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WoW mit unserem Jäger. Heute als Special Gast der Martin. Martin? So, ja, um was geht's? Ich wollte Martin heute mal ein bisschen was erzählen über Scump. Weil ich möchte ihn gern dazu bewegen, mit mir Scump zu spielen. Ein paar Leute habt ihr ja schon gesehen bei mir, den Stream. So, Martin, Achso, ich muss ja jetzt auch die ganze Zeit die Taste gedrückt halten, dass du das hörst, ne? Ja, ist ja nicht so schlimm. So, Scump ist eigentlich so ein Survival-Rollenspiel. Eigentlich so ein Survival-PvP-Spiel. Kennst du Tributen von Pan? Wie bitte? Genau, und da ist es ja auch, die werden auf einer Insel gebracht und wer gewinnt halt. Also alle sterben und der Gewinner gewinnt, ne? Der letzte überblieben ist. Warte mal, das ist hier gerade ein bisschen doof. Warte mal, zack, zack. Ey, die sind echt ein bisschen hartnäckiger geworden, die Mobs, wenn du 120 bist, ne? Oh ja. So. So, warte mal, welche Aufgabe muss ich denn machen? Da hinten muss ich hin. Und auf jeden Fall, du kommst auf eine Insel, bist ein Strafgefangener und startest mit nix. Mit wirklich nix. Du hast nur deine orangefarbenen, leuchtenden Sachen an. Und dann fängst du halt an, entweder gehst du in eine Stadt und suchst dir Sachen, aber was am einfachsten ist, du fängst an mit, suchst dir zwei Steine, machst dir ein Steinmesser. Aus dem Steinmesser gehst du dann zu einem Busch, holst dir einen großen Stock, du kannst auch, alles kannst du eigentlich zerlegen, machst du dann einen großen Stock, machst dir erstmal zwei Speere, einen kannst du in der Hand nehmen und zwei auf dem Rücken binden, ne? Dann ist es am einfachsten, ich würde die Sachen nie zerschneiden, weil du hast jede Menge Krankheiten in dem Spiel, aber hallo. Warte mal, was muss ich denn hier machen? Ach, hier. Hört sich ein bisschen an wie Minecraft für Erwachsene. Ja, das ist auch so. Und die Grafik ist bombastisch. Ich spiele da mit mehreren. Wir spielen in verschiedenen Fraktionen und so. Und auch mit mehreren spiele ich da. Und die haben gesagt, ey, die haben noch schon ewig nicht so eine geile Grafik gesehen. Das ist echt aber hammermäßig. Du hast einen Stoffwechselhaushalt, als wenn du beim Arzt warst, wenn er dir deinen Stoffwechsel und alles zeigt. Du musst auf alles achten. Du musst auch in den Spiel kacken, pinkeln. Du kriegst Durchfall, wenn du dich zu überfrisst, kotzt. Du hast Körperfettanteil, eingelagertes Fett und allen drum und dran. Ich habe jetzt die letzten Tage abgenommen, weil auf der Karte bist du halt viel unterwegs. Oh, mein Tier ist tot, warte mal. Mein Tier ist tot, mein Tier ist tot. Mein Tier ist tot. So, auf jeden Fall. Du bist viel am Laufen. Jetzt im nächsten Patch sollen Fahrzeuge dazugekommen, weil die Karte ist derzeit riesig. Die ist riesig und das ist nur ein Viertel der Karte. Die haben derzeit nur ein Viertel der Karte gemacht. Und ehrlich, wenn du von einem Sektor zum anderen, da bist du locker eine Stunde bis anderthalb unterwegs und du brauchst Essen und Trinken, weil du Kalorien verbrennst. Ich habe, wie gesagt, vor letzten Donnerstag dachte ich mir, ich nehme ab, weil ich Körperfettanteil bei 30% war und du merkst, beim Dauerjoggen ist nicht viel mit Laufen mehr. Da geht die Ausdauer weg und dann fällst du um. Und du hörst auch dann richtig das Herz pochen, was echt geil ist. Und dann bin ich, warte mal, hier ist eine Kiste. Dann dachte ich mir, nehme ich mal ein bisschen ab, bisschen weniger essen. Die Energie war ständig nur auf Null, die habe ich gar nicht mehr hochbekommen. Durch mein ständiges Laufen und Aktionen, was wir hatten, war ich bei minus 15.000 Kalorien. Ich hatte Krankheit, Verhungern, Stufe 4 schon mittlerweile. Ich habe zwar vernünftig gegessen, ich habe es auch nicht mehr hochbekommen. Das habe ich mal in einer Facebook-Gruppe geschrieben. Die haben mir ein paar Tipps gegeben. Und dann jetzt bin ich wieder so bei plus 4.000 Kalorien. Also ich verhungere nicht mehr. Auf jeden Fall, das Spiel ist echt geil. Auf jeden Fall, dann suchst du dir am besten deinen ersten Zombie, die du wiederum auch essen kannst. Es gibt auch Tiere, die du jagen kannst. Ich habe schon einen Bären habe ich getötet, verschiedene Hirsche, Rehe, Wildschwein, Hühner, Hasen gibt es auch. Die sind echt schwer zu finden, aber die sind auch teilweise noch verbuggt. Pferde kannst du töten, Esel gibt es und die kannst du halt komplett zerlegen. Erstmal tötest du das, dann ziehst du die Haut ab in der Reihen raus, dann viertelst du meistens das Viech, dann kannst du die Viertel auch nochmal teilen, da kriegst du dann Knochen, Fett und Fleisch raus.
Damit kannst du kochen. Es ist aber echt hammergeil. Ich weiß nicht, wenn du ein Zombie ist, wirst du da nicht selber ein. Ja, es sind Puppets. Also wir nennen ab und manchmal nennt man sie Zombies. Du, wenn du auf diese Insel kommst, kriegst du einen Chip so in den Hinterkopf. Den siehst du auch die ganze Zeit leuchten. Das ist das Geile, wenn Leute nicht richtig gut equipped sind und die laufen in der Dunkelheit rum und du siehst den roten Punkt in meiner Nacht leuchten. Dann weißt du genau, wo die sind. Oder wenn du die Puppets tötest, brauchst du immer nur auf den roten Punkt, ziehst meistens direkt einen Kopfschuss. Auf jeden Fall sind das so, sag mal, Chips im Hinterkopf, wenn du stirbst, dass die dich am Leben halten, aber so wie Zombie-mäßig, dass du noch kämpfst und so, weißt du? Also es sind keine wirklichen Zombies in dem Sinne. Und das Spiel kostet bei Steam 16 € und ist echt geil. Es ist noch in der Alpha-Phase oder so Easy Game oder wie das heißt. Aber auf jeden Fall sagen ganz viele, das ist schon tausendmal besser als Dead DayZ, was auch so ähnlich ist. Aber es ist echt geil. Ich spiele es derzeit nur noch, vor allem die Grafik. Ich habe ja nur meine 1060er-Karte. Und die Grafik ist bombastisch. Ich habe es auf Mittel gestellt wegen FPS, weil der Server, auf den ich spiele. Du kannst auch als Singleplayer. Warte mal. Du kannst es zwar auch als Singleplayer spielen. Warte mal, was sagt er? So, nochmal. Du kannst es zwar auch als Singleplayer spielen, aber das macht dann keinen Spaß, wenn du die ganze Zeit durch die Einöde läufst. Gut, du hast dann mehr Zombies, hast ein bisschen mehr zu tun, weil es kann derzeit maximal auf dem Server 100 Zombies geben. Gut, wenn einer getötet wird, spawnt er irgendwo anders. Ist halt eine FPS-Sache, eine Performance, ne? Teilweise sind die auch verbuggt und wenn du dann auch noch Tiere auf der Karte hast und dann noch 60 Mitspieler, weil ich auf den Server, den ich spiele, der ist teilweise immer voll. Also abends, wenn Events sind, sind immer 64 Mann online. Oder so mit abends um 23 Uhr, 1 Uhr sind meistens auch noch 40, 50 Mann online. Es ist echt schon geil. Und da wir ja so einen RP-Server machen, war erst so ein PvE-Server, ne? Du durftest nur Leute töten, wenn die, warte mal, wo ist denn das da oben? Wenn die in der PvP-Zone, es gibt einen riesigen Flughafen, da laufen auch Zombies rum. Ach, und Roboter gibt es auch noch. Das sind so wie aus Star Wars, so die laufen auf großen Füßen und schießen einfach, weißt du? Wie so ein equipptes Huhn sehen die aus, aber als robotermäßig. Und wenn die dich sehen, ey, die schießen echt alles, das ist echt schlimm. So, und dann musste ich halt noch auf der Airfield gegen PvP. Und oh gut, das Gute ist, PvP bringt echt viele Punkte, weil es gibt Ruhmpunkte, die du kriegst, weil wenn du stirbst, kannst du aussuchen, ob du in dem gleichen Gebiet, also zufällig kostet 25 Ruhmpunkte, wenn du in dem Gebiet, wo du tot bist, was ich immer mache, dich spawnen lassen willst, kannst du da spawnen. Da musst du aber auch schnell sein zu deiner Leiche, weil sonst zerstückelt dir einer, nimmt einer deine ganzen Sachen weg. Dann hast du Pech gehabt, darfst du wieder von vorne anfangen, weil wenn du stirbst, ist alles weg. Ne? Erinnert mich ein bisschen an Ultima Online früher. Wenn du gestorben bist, lag deine Leiche auf dem Boden. Die ersten 5 Minuten konntest du nur du sie plündern, die zweiten 5 Minuten konnte jeder sie plündern. Nach 10 Minuten ist sie gespawnt, alles was drin war, war weg. Ja, so ähnlich ist das, glaube ich, auch. Auf jeden Fall, es gibt Krankheiten, jede Menge Vitamine. Ich habe, glaube ich, mein Rucksack besteht teilweise eigentlich nur aus Munition, die ich selber hergestellt habe. Und Haufen Medizin, Aspirin, Penicillin, Antibiotika, Antibiotika-Blocker, Aktivkohle, wenn du Durchfall hast, nimmst du immer mal ab und zu eine Tablette. Und Vitamine, Pillen, Pollen und all so ein Kram, ey. Es ist echt schon geil. Und die Macher haben gesagt, das Spiel ist erst zu 30% draußen. Zu 30%. Also mich würde es freuen, wenn du damit anfangen würdest. Warum ist der verbuggt hier, wenn ich gegen den kämpfen will? Jetzt geht er. Ach, jetzt läuft er wieder weg. Jetzt ist er wieder da. Und wie gesagt, wir sind ein RP-Server. Ich habe mich bisher noch keiner Fraktion angeschlossen. Ich möchte mich jetzt den Rangers anschließen. Da muss ich mal gucken, was ich da so machen muss für die. Ich muss sagen, für WoW ist die Taste zum Reden doof. Muss ich nochmal ändern. Aber auf jeden Fall, ich will mich den Rangers anschließen, weil die sind so ein bisschen für Gerechtigkeit da. Die passen auf, dass die Zombies nicht zu viel werden. Weil es gibt bei uns auf dem Server die Rangers,
die Sanitäter, weil es gibt echt viele Sanitäter-Sachen. Die sind echt die Sanitäter. Und wenn die dann Autos kriegen, dann kriegen die auch noch, können die dann rumfahren, ne, und dich heilen. Es gibt den Händler. Oh, jetzt ist mein Tier schon wieder gestorben. Ja, weil wenn ich die Taste drücke, kann ich nicht nichts machen. Es gibt den Händler, da habe ich mir jetzt Nachtsichtgerät gekauft. Das ist echt geil, das Nachtsichtgerät. Vor allem, du kannst im Spiel alle Munition kannst du herstellen, außer Schrotflintenmunition. Und das ist seine Währung natürlich, ne? Und Schrotmunition ist selten zu finden, echt selten. Und da hat er wollte eigentlich 40 Schuss Munition haben. Er sagt, ne. Er hat gesagt, ich gebe dir, weil ich AKM-Munition selber herstellen kann, ne, AK-47-Munition. Habe ich gesagt, hier, ich gebe dir 60 Schuss. Also er tauscht immer 1 zu 3. Also ich kann ihn, sagen wir mal, verstehst ja, Währung 1 zu 3 tauschen da bei ihm. Also 20 Schuss Schrotflinte hat es mich gekostet und 60 Schuss AKM, aber die habe ich mir schon wieder hergestellt. Da brauchst du auch wiederum, um Munition herzustellen, brauchst du Altmetall, Schießpulver, Bleiplatten und einen Werkzeugkoffer. Und dann gibt es die Fraktion bei uns noch, die Räuber. Die dürfen welche ausrauben, aber nicht töten. Die dürfen nur töten, wenn sie als erstes angegriffen werden, weißt du? Weil das hohe Gut halt im Spiel ist, die Charakter leben zu lassen und nicht zu töten. Es gibt auf dem Haufen Sachen, die du skillen kannst in dem Spiel, in denen du Sachen machst. Das ist echt geil. Gestern haben wir einen Boxkampf gemacht. Ich habe die ganze Zeit mit den Leuten im Discord gesprochen, aber ich war in der falschen Gruppe. Die sagen die ganze Zeit, ich so, jetzt hör doch mal auf zu boxen. Ja, Robin, ich boxe dich gar nicht. Ich so, ich rede doch die ganze Zeit mit euch. Nee, Robin, in welcher Gruppe bist du denn? Da war ich in der falschen Gruppe. Aber ist echt schon geil. Wir hatten jetzt, das ist der größte RP-Server eigentlich derzeit, den es gibt in Deutschland. Gibt zwar auch ganz viele andere Server, die spielen, aber das ist so einer mit der besten. Ja, das macht echt Spaß bei denen. Ey, mein Tier ist schon wieder tot. Was machst du nur mit dem armen Tier? Ja, weil ich auf die falsche Taste, wenn ich die Taste gedrückt halte, kann ich keine Attacken machen und dann macht er keinen Schaden. Und wer ist derzeit so auf Platz 1 in Damage im Raid? Also, wenn du mitmachst? Also, außer LFR? Oder welche? Okay. Ja, wann ratet ihr nochmal? Sonntags. Ja, sonntags ist doof, da kann ich nicht mehr. Ja, aber sonntags haben wir auch gerade keinen drin stehen, also von 0 Donnerstags, also heute Abend. Von wann bis wann? 19 Uhr bis 22 Uhr. Ja, siehst du, das passt wieder nicht mit meinen Arbeitszeiten und heute nehme ich auch wieder. Ich habe auch ein YouTuber-Projekt jetzt am Start. Da nehme ich mit einer YouTuberin auf, mit Novi. Falls es guckt, hallo Novi. Warte mal, was muss ich hier irgendwas auf? Was muss ich hier was machen? Nee. Ja, dann nehmen wir immer so ein paar Folgen auf. Das kommt immer Samstag um 11, so ein YouTuber-Projekt. Ah, hier bin ich schon mal lang gelaufen, ne? So, was muss ich denn jetzt hier noch machen? Leiche Iza getötet. Ja, den habe ich doch gerade schon getötet. Ach, ich habe nur vor 3 Wochen 120 geschafft und aufgehört. Warte mal. 278. Ich habe hier nicht mal die Worldquesten frei. Dafür musst du am Hafen die Storyline spielen. Ja, ich hab ich. Ich muss noch die hier diese Fuchsfraktion oder wem da auch immer ehrfürchtig kriegen. Auf freundlich meine ich. Nee, weil ich habe das Land noch gar nicht angespielt. Ich bin immer noch im zweiten Land. Nee, ich muss da noch mit hin. Ich habe extra gelesen, es hieß auch, du musst nur die eine machen, aber ich habe, weil ich da wahrscheinlich noch nicht gespielt habe, nicht eine Quest da gemacht habe. Also ich habe mit allen Charters freigeschaltet, obwohl die Gegner nicht gespielt haben. Aber cool. Vielleicht ist das ja anders, wenn man schon hat. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich es nicht. Ja gut, ich mache dieses Let's Play, ich habe ja gesagt, ich mache Level 110 bis 120. Und ich bin zwar jetzt 120, will jetzt aber nicht mitten in anderthalb Gebieten aufhören. Ich mache das, bis ich den Pfadfinder habe. Also das heißt, ich habe erstes Land habe ich ja sowieso schon fertig, brauche noch ein bisschen was entdecken. Warte mal.
Und dann ist das Let's Play auch so fertig, dass ich das dann noch vielleicht im Livestream mache und mich dann equippe und dann langsam mit Raid mal wieder anfange. Ja gut, du spielst ja auch derzeit nur das, ne? Wenn ich spiele auch noch WoW, also seit ich das mit aufnehmen mache, spiele ich echt auch mal andere Spiele, was auch andersrum mal wieder schön ist, mal andere Sachen zu spielen, nicht nur das gleiche, ne? Ich hab mich mal so eine Suchtfraktion geschafft. Na siehste, du suchst die. Naja. Und ich hätte sie schneller schon gewollt. Okay. Ja, mir geht das schon wieder auf den Keks. Erstmal, das ist, hieß es so schnell equippen, Instanzen. Und jetzt kommt ja sowieso schon bald der nächste Patch raus mit den nächsten Sachen, ne? Nicht, dass ich wüsste. Okay, war da nicht 1. Punkt, sonst 1.8? Keine Ahnung. So, aber gleich sind wir mit der ersten Aufnahme fertig. Was machst du gerade? Hast du Lust, danach eine Instanz zu machen? So, warte mal, ich töte die nur noch und dann könnten wir ja eigentlich machen. Dann habe ich meine 2 Folgen für meine nächsten paar Wochen. Das ist okay, warte mal, ich bin schon wieder leicht tot. So, jetzt haben wir das geschafft. So, meine lieben Leute, wir haben wieder ein paar Aufgaben erfüllt. Ich habe Martin erzählt, was Scump ist und ich hoffe, dass er dazu stößt und ihr auch, wenn ihr das hört. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play WoW bei Burger LP. Ich danke euch fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und tschüss.